Aha. Wunderschön. Also, was hast du jetzt da geändert eigentlich? Ja, ich habe das Kabel gekürzt. Das Kabel gekürzt und eigentlich auf dem Originalkabel, das war jetzt recht kurz, aber am Originalkabel angelötet. Okay. Dass man praktisch die. Das ist ja hier Silikon. Aber gut, zugegeben, es ist tatsächlich wirklich am Ende von deinem Akku, von der Leistungsfähigkeit gewesen, was wir gemessen haben. Von der C-Rate. Und ja, keine Ahnung. Also du solltest da damit nicht permanent Vollgas fliegen. Nee. 10 Sekunden, dann muss gut sein, maximal. Dann wieder runter, ja. Dann Halbgas oder... Ja. Was ist denn da vorne drin? Eine rostige Bleikugel, Original. Das ist Original. Ein Originalteil verbaut. Originalgeschoss aus der Packung. Ja, wenn das Platz hat, dann passt auch ein zweiter Akku von hinein. Ein größerer. Der Flieger, der lächelt so schön. Bist du jetzt seitdem noch einmal damit geflogen? Nee, seitdem bin ich nicht mehr geflogen. Also dann machst du jetzt nochmal höchstens ein Drittel von der Flugzeit und landest und dann gleich hinrennen und schauen, ob es thermisch belastet ist von den Kabel her. Was haben wir da gesagt? Twin Boom? Nee. Was Sachen machen. Nicht so tief, mein Auto ist da im Weg. Jetzt werde ich mal landen und einmal den Akku testen, ob Kabel und Stecker wieder heiß waren. Gleich aufmachen und schauen. Nella. Vorsicht, Hochspannung steht da drauf. Nella. Ja, komm, mach erst einmal schauen, ob es alles cool ist. Nee. Akku, Kabel, alles kalt. Dann wird wahrscheinlich deine Verbindung irgendwie. Das ist überhaupt kein Problem. Kein Problem, nee, Akku, gar nicht. Regler. Alles gut. Motor. Friert's alles. Alles gut. Ich vermute, dass da deine Klebestellen, also wahrscheinlich keine Lötstellen, sondern Klebestellen das Problem waren. So, Vorsicht, unempfindliche Elektrogeräte. Ja. Ganz wichtig. Was ist mit deinem Ding davon jetzt gewesen? Abgeknickt oder? Ja, das ist die natürliche eingebaute Landehilfe. Brakes. Auch nicht schlecht. Das funktioniert auch als Rasenmäher ganz gut. Gerade bereue ich es, dass ich die 100p nicht eingeschalten habe. Wenn ich so richtig drüber nachdenke. Nicht so tief hinter meinem Auto vorbei.
134 mm und der Martin fängt schon leichtes Zittern an hier. Ja. Kommen Leute nicht drüber fliegen. Bleib über der Wiese dann. Nur mal wegen Rauch und lassen wir fliegen. Ja, halt über der Wiese bleiben. Hallo. Aha. Wunderschön, und jetzt bereue ich es wirklich. Jetzt bereue ich es aber wirklich, dass ich nicht 100 Pi eingeschalten habe. Ja, aber er ist bis zuletzt gegangen, oder? Ja. Das war Stall und irgendwie ist der Motor immer langsamer geworden. Du bist auch ziemlich viel Vollgas, glaube ich, geflogen. Der ist wahrscheinlich ratzeputz leer. So. Was läuft hier hinten jetzt ab? Und raucht's? Lilia lächelt noch. Raucht das empfindliche elektrische Gerät? Nee. Aber er lächelt noch hier. Ja, eindeutig. Wunderschön. Ja, ich tippe auf leeren Akku und du hast immer die volle Power gehabt. Und dann hast du sie voll überzogen. Ja. Wie schaut's hier aus, thermisch? Nee, der ist überhaupt nicht warm. Der ist eigentlich auch kühl. Kabel sind in Ordnung. Zeig mal her, wie warm ist der? 59%. Alles gut. Kabel sind auch kalt. 3,8 Volt. Ja, das ist am Ende. Du musst dir vorstellen, der zieht viel und wenn er jetzt unbelastet 3,88 hat, dann ist er wahrscheinlich, wenn es das voll geht, geht er wahrscheinlich auf 3,3 mindestens zurück. Kannst du mal reinstecken und jetzt nochmal Gas geben. Lass ihn dran. Weil der holt sich jetzt langsam, weil er jetzt ja kein Last dran ist, was nuckelt. Sobald du den quasi bei Vollgas sowas ähnliches wie kurz schließt, soll der jetzt in deinen Flieger rein, dann gibt's nochmal Gas. Nein, lass ihn dran. Ja, lass das Ding dran. Du willst hier was sehen, was passiert und lernen. Du sollst ja damit nicht fliegen. So. Und dann wirst du jetzt sehen, dass der gewaltig, kannst du fest auf eine Zelle einstellen. So, wenn man jetzt Gas gibt, halt nicht so Flieger. Der hat irgendwie eine Hold-Funktion. Zieh mal raus und wieder rein. Nee, das Gerät. Das kann nicht sein. 3,84. Das stimmt nicht. Der muss hier gewaltig runtergehen, wenn du Gas gibst. Warte mal, ich gebe mal einen her. Geh mal davon aus, dass dein Überwachungs- oder Checker hier die höchste Spannung misst. Stopp mal. Dreh mal um. Schauen, wo Minus ist. Das ist auf deiner Seite. Da muss der Schwarze rein. Glück, dass die Verpolung sicher sind.
So. Ein bisschen abdecken hier. Oje, oje, in die Kamera. 3,8, also gib mal Gas. 3,4 gleich, komm her auf. 3,3. Geht gleich in die Knie. Also wennst du darfst es nicht immer so sehen, dass wenn du den jetzt unbelastet aus dem Flugzeug raus zu seiner Nei steckst, dann muss er meiner Meinung nach mindestens noch 3,8, 3,7 drauf haben. Und bei deinem Motor hier ist er dann restlos leer, weil der zieht, der Motor zieht exakt genauso viel, wie dein Akku an Strom liefern kann. Okay. Also der hält überhaupt nicht lang. Da bräuchtest du eigentlich einen Akku, der doppelt so groß ist. Mhm. Oder doppelt so viel C hat. Na gut. Oder du fliegst bloß Halbgas. Oder Halbgas, ja. Was sagst du hier? Was sollen die Leute bewerten? Papas Jacke. Papas Jacke. Modellfliegen ist nicht wie Fasching. Oder Motorradfahren. Oder so andere Radfahren. Das ist auch so eine Sportart, die fast wie Fasching ist. Da braucht man überall ein passendes Kostüm dafür. Ja. Weil sonst ist man nicht in. Beim Fliegerfliegen ist das noch relativ egal. Da darfst du anhaben, was gefällt. Und leidet. Und nur im Auftrag vom Kind. Ich flieg die Trojaner. Guck mal hier, das ganze Zeug hier. Was ist das hier überhaupt für Flugzeug? Ist das eine Drohne oder eine Fotodrohne? Das ist eine Drohne, ja. Servus. Servus. So. Rücken an Rücken, ist das, wird das ein Duell hier? Ja. Warum geht mein Akku nicht? Der soll ja nicht gehen. Im besten Fall soll er fliegen.